Welcome back, ich krassen Dudes und willkommen zurück zu einer weiteren Folge F1 2020 im MyTeam-Modus. Leute, heute das Qualifying in Silverstone. Und jetzt könnte knifflig werden. Das Wetter ist optimal. Wetter sagt nämlich Sonne. Und wie gesagt, ich bin ein schöner Wetterfahrer, von daher sollte das was werden. Kaum sage ich Qualifying, schon kommen sie wieder alle angelaufen, die Mitarbeiter. Wollen mich grandios scheitern sehen. Toll, dann gehen wir mal rein. Und hoffen, dass wir deren Erwartungen sogar sprengen können. Übrigens, ich hatte im Training einen Ausfall, da meine Steuerelektronik gefühlt auf 1000% irgendwie, tausender Multiplikator einfach sich einfach nach oben getrieben hat. Ich bin irgendwie gestartet mit, was war das, irgendwie 80%? Und im Training, also 3, hatte ich dann auf einmal 100% und Motorschaden. Dann habe ich zurückgesetzt, habe dann wieder neu gestartet und da konnte ich so lange fahren, bis ich nach exakt 90% der Runde kurz den Curb berührt habe und dann bin ich ausgefahren, ich konnte nicht mehr zurücksetzen. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt passiert. Haben wir jetzt instant das neue Teil verbaut? Oh, neuer Kamerawinkel? Hallo, da wird nochmal gewinkt. Gab eine neue Kamerafahrt. Es gab sogar einen neuen Patch. Es gab ein neues Fahrer-Update, wo ich mir denke, die fahren doch gar nicht mehr. Aber hey, hinterfragen wir das nicht. Es wird wohl irgendwie irgendwo seine Wahrheit haben. Jetzt erstmal hier schnell rüber duschen. Warte mal, wo gucke ich das hier an? Ah ja. Genau, da haben wir einmal 98% und 100%. Ich glaube, 5 Plätze Grid Penalty ahoi, würde ich mal sagen. Ja, aber das ist wirklich verrückt, wie schnell das nach oben getrieben wurde. Aber das können wir jetzt sehen. Also, ich wollte gerade sagen, kann ich jetzt kein neues Teil anwenden? So, 15 Minuten Qualifying, davon werden wir nur 7 Minuten erleben. Weil Strafe. Nicht weil Strafe, weil, ne? Muss ja reparoniert werden. Sagt man heutzutage so. Dann checken wir mal. Ich habe zuerst die ausgewogene Variante gehabt, dann die bisschen Downforce-reichere und dann wieder die normale. Dann mit der normalen Durchschnitt habe ich mich am besten gefühlt, aber mehr Abtrieb war ich irgendwie anscheinend schneller. Also nehmen wir natürlich die neue Abtrieb, also die mehr Abtrieb-Variante. Nun. Zeit ungeschickt, überspielt. Dann können wir ja mal starten. Oh Gott, ich komm. Ja. Ja, aber mich nicht voll. Oh, warte mal. Ah, Park für mich. Was habe ich denn jetzt eingestellt? So viel geredet, nichts hingeguckt und nichts zugehört. Okay. Ein Ticken auf Abtrieb. Muss gucken, dass mein Headset-Kabel nicht gegen meinen Pulli kommt, weil da oben habe ich einen Reißverschluss. Und das macht immer unschöne Geräusche. Ne, Kabel und zacken, Reifenschluss. So, lass mich raus. Es gibt sogar eine 10 Plätze. Ui. Geil. So, dann stellen wir mal hier alles ein. So, neues Steuerteil, ne? Das heißt 0%. Gucken wir einfach mal, was wir dann, ja, hoffentlich nach Q3 da so stehen haben. Auch mein Turbolader. Ich glaube, was war denn das? Was für ein Training? Mein Auto war auf jeden Fall grün. Also vom Motorzustand. Dann dachte ich mir so, was wird denn da schon zu dunkelgrün angezeigt? Was ist dann so gelb? Ja, und jetzt ist es auf einmal wieder rot. Also irgendwie wurde das Teilesterben gefühlt beschleunigt. Ah, fuck, da waren noch die Temperaturen. Die Temperaturen sind optimal, aber das ist in Silverstone. Ja gut, da hat man umgekehrte Probleme. Die Temperaturen sind eigentlich in der Regel immer zu hoch. Also 0% Reifen.
Dann gucken wir mal, was wir hier so drauf kriegen. Alle sind noch in der Box, bis auf einen Alpha Tauri, aber der ist weit genug weg. Das sollte klappen. Ja, passt alles auf Max. Das sieht gut aus. Eine meiner Hasskurven, diese gefühlt 180 Grad Rechtskurve. Kriege ich einfach nicht hin. Lange, langgezogene Kurven ist einfach nicht meins. Flat. Durch die Curbs. Ah, kurzer Blick auf die Steuerelektronik, 1%. Geht also noch. Ah, leicht verhauen. Übrigens, ist die Brücke hier neu? P13. What? What? P13? What? Was ist denn hier kaputt? P13? Ich bin mir die... What? Okay. Hä? Das ralle ich nicht. Also ja, die Runde war nicht perfekt. Aber P13? What? Das rallye ich wirklich nicht. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Verbrennungsmotor 55%. Aber das dürfte nicht... Nee. Ich hab einen Plan. Ich bin gerade langsam gefahren, um nochmal hier die Reifen ein bisschen zu beruhigen für eine zweite schnelle Runde, aber... Ach, scheiße, können wir... Nee, nee. Ah, wir können das Setup nicht mehr ändern. Ich wollte jetzt einen Tick auf das Schnellere gehen. Shit. Ja, Mensch, Ui. Ah, die fallen jetzt alle raus. Okay. Shit. Ja, Mensch, dann müssen wir hier mal ein bisschen rumdümpeln. Kann ich Kupplung drücken? Nee, das wäre zu lustig. Kein optimaler Start. Shit. Grüne Zeit, aber nur im Hundertstelbereich. Scheiße, nur 600. Sechshundertstel nur und es geht bergab. 500. Shit.
P5? Was ist denn... Ich war nur 700 Grad schneller. Was ist denn das hier für eine Rundenzeitspanne? Ist da hier GT Masters Niveau? Holy shit! Ah, Schumacher voraus. Wollte gerade schon Schumi sagen, aber nee. Den Titel Schumi hat sich nur der Michael verdient. Der Michael Jackson. Nee, das ist wieder ein anderer. Hm. Okay. Wir müssen in der Runde auch jetzt auslaufen, beziehungsweise jetzt gleich. Oh, Leute. Zwischen den Sessions sollen auch mal die Praktikanten mal Kiesel rausfriemeln. Ja gut, und wir sind leer gelaufen. Ja, können wir eigentlich, obwohl, ich will noch sehen, wo die Leute jetzt ins Ziel kommen. Aber es sind noch so wenige, wir sollten uns qualifiziert haben. Top 15. Aber das war gerade echt erschreckend. Was war das nochmal? P13, P15? Ach Leute, übrigens hier, neuer Battle Pass. Fun Fact, wo ich letzte Folge gesagt habe, hey, oh krass, sind noch irgendwie 3 oder 4 Tage, ich muss mich ranhalten, ich schaffe das easy going. Ich habe Formel 1 dann das Rennen beendet und habe dann einfach das Spiel gefühlt vergessen. Dann ist mir wieder eingefallen, ach warte mal, Season Pass endet doch jetzt bald, ne? Schnell mal reingucken. Und da war es auch schon wieder 2 Tage zu spät. Ich habe es irgendwie, ja, vergessen, das Spiel. Bitter. Aber da macht mir nichts. Da sind mir 2500 Coins flöten gegangen. Was ein bisschen bitter ist, wenn man bedenkt, dass dieser Season Pass jetzt echt gut ist. Ich rede schon wieder zu viel zwischen den Sessions. Das Problem ist, wenn ich in einer schnellen Runde bin, ist Reden ein bisschen schwierig. Ich wollte ja eigentlich zur Rennleitung, nicht zur Rangliste. Rangliste interessiert mich sowas von nicht. Ist hier irgendwas Spannendes dabei? Ah, Bauteiländerung? Ja. Gut, nicht so schlimm. Ja gut, Mercedes, ne, und dann halt, das ist der erste nicht Mercedes, 4 Zehntel dahinter. Zwar nur, ne, Q1, aber McLaren, hallo, guten Tag, ey, Wahnsinn. Ja, aber sonst ist schon knappe Scheiße hier angesagt. Krass. Vielleicht haben die sogar gepatcht, dass es knapper wird. X. Hallo, Viereck. Ich wollte gerade auch irgendwas sagen. Problem ist, ich hab's vergessen. Nun. Ach ja, der Season Pass, ne? Leute, diesmal sind wirklich gute Sachen dabei. Richtig geile Designs und ein Raptoren-Emblem. Also ein Team-Logo, ein Raptor. Schon geil. Und das Krasse ist, der Season oder Battle Pass oder wie man die ganze Kacke nennt, geht 53 Tage. Ich glaube, sonst ist er immer nur ein Monat. Oder? Doch. 30 Tage? Weiß ich gerade nicht. Nee, oder? Ja, 53 Tage ist mir ein bisschen viel erschienen. Ich rede auch schon wieder viel zu viel. Ich drücke nicht vorspulen. Oh, das wird ein langes Video. Ich mag keine langen Videos. Okay, die fahren jetzt alle rein, dann fahren wir raus. Es ist ruhig auf der Strecke. Lass uns raus, ja. So bleibt. Ich habe Angst, mich mit den Roten zu qualifizieren. Ich habe wirklich Angst. Aber im Training habe ich bemerkt, dass die Roten lange halten. Von daher qualifizieren wir uns mit den Roten. Achso, Kampfgewicht, ne? Ist doch mal ganz nett. Wo mache ich das? Ich bin sowas von raus aus dem Game. Holy shit! Ne, mache ich das hier? Ich mache das hier. Ui. Das ist Kampfgewicht. Nein, mach dich. Also wirklich Kampfgewicht von plus 4 Litern oder 4 Kilo auf 2,5. Ja, aber ohne Scheiß, der aktuelle Season Pass hat echt gute Designs. Und ich bin gespannt, wie das echte Design wird wie heißt das Team, was wir wieder fahren? Von Aston Martin. Ist ungewohnt. Aston Martin und Formel 1. Aber wie gesagt, ich bin wieder am Überlegen, ein neues Design drauf zu pappen. Ich weiß, es gefällt mir immer noch. Es ist aber... Ah, ist das gut. Das ist wirklich gut. Aber, ne? Man hat die Möglichkeit zu wechseln. Also, warum nicht? Aber es ist wirklich gut, Leute. Wie habe ich nochmal die Kamera gewechselt? Mit Dreieck, genau. Hallo?
Das ist wirklich ein schönes Design. Oh, Leute. Oh, vor allem jetzt mit den roten Reifen, ne? Lecko funny, sieht das krass aus. Ich dachte mir gerade, hä? Ich fahre doch mega langsam. Warum haben wir denn so einen krassen Curbton? Ja gut, mega langsam ist halt mit einem normalen Auto halt immer noch 140, was das war, ne? In der Kurve. Mega langsam. Und wie fand diese Kurve? Im echten Auto 140, die Kurve einfach tot. Aber hier schön rein in die Wand. 170. Das ist verrückt. Wir fahren jetzt 200. 200 auf der Autobahn, da fühlt man sich wie in so einem fucking hier Star Wars kurz vorm hier, ne? Wie heißt das? Wenn die Max-Geschwindigkeit, Warp. Kacke, wie heißt das denn? Ich hab's vergessen. Ein bisschen Reifen aufwärmen. Und auf geht's, ab geht's. Wupp, wupp. Ich hab doch gedrückt. Aber ein Tausendstel zu langsam. Ah, einfach nicht meine Kurve. Bisschen weit innen, bisschen weit außen. Absolut schlimm gefahren. Liter Sprit, aber wir schaffen's. Nur P9. Oh, nur P9. Gasly und Vettel voraus. Schumacher direkt hinter uns. Oh, Leute, das wird... Oh, das wird verrückt. Wir könnten es, glaube ich, oh, das wird super eng mit... Oh Gott, das wird super eng. Mal gucken. Plus 10 Plätze Grid Penalty. Hier sind wir dann P19. Wenn wir noch aus der Top 10 fallen... Leute, ich glaube, wir holen uns komplett... Nicht für eine weitere Runde. Der komplett neues Motor. Einfach mit allen frischen Einbauteilen. Was haben wir denn da? Ja, bis auf Steuerelektronik, alles neu. Wohl, wenn wir dabei sind. Das Verrückte ist, es ist zwar unser Team, ne? Aber wenn wir hier Teile austauschen, kostet uns das nichts. Bisschen sehr verrückt. Aber hey, wenn es uns nichts kostet, dann nehmen wir auch natürlich die Steuerelektronik. Ganz klar. Aber wie viel Prozent haben die Reifen? Nur 2? Na gut, wenn wir reinkommen, dann vielleicht 3. Toll. Ja, Mensch, also aktuell starten wir von P19. Ja, darf man nicht vergessen, diese dreckige Grid Penalty. Vor allem, ich hätte sie ausgetauscht, aber ich dachte mir so, ne, wo ich angefangen habe zu fahren, mit, also trainingmäßig, das wird ja easy reichen. Und auf einmal ne, Training 3 zu Ende. Ah. Ups. Und dann zwischen Training und Qualifying habe ich es vergessen. Also... Ja, Teambesitzer ist schuld und der Fahrer. Fahrer und Teambesitzer eine Person. Doppelkacke. Oh Gott, warum machen wir das? Oh, wir kommen rein mit 3%. Übrigens ganz schlimm in der Boxengasse. 60 km/h.
ist das denn? 60 km/h. Er bremst ja auch noch ab auf 58. Was muss der für 59? Was ist eine Trantüte? Aber beim Einlegen in die Box wieder knackige 60. Aber bei der krassen, ne, Vollgaskurve 58. Und wenn es in die Box reingeht, 60. Fuck off. Rallye ich nicht. Ist mir einfach zu hoch, die Technik. Boah, so schön leise hier, ne? Ist das gerade ein Qualifying oder ist hier gerade so ein interner Testtag? Test und Film oder nur ein Filmtag? Ah ne, da bewegen sich Autos auf dem jetzt liegt unsere beste Computer. Runde bei 1 Minute 25,6. Oh, jetzt habe ich mir natürlich nicht gemerkt, was unsere Q1-Zeit war. Fucking Experte. Season 2 einfach kein Prozent gebessert. Hoi, hoi, hoi. Das wird knappi. So, die fahren jetzt ihre schnellste, oder? Kann ich das... Ah. Gucken wir mal den Mick zu. Mick. Ne? Mach mal was. Also, aber nicht mehr als P9, bitte. Nee. Doch. Ja, das stimmt. Wir können noch einen Platz nach hinten rutschen. Ein Platz Puffer. Ah, zweiter Gang. Okay, und dann ja, gut. Das macht alles noch Sinn. Jetzt kommt meine schlimme Passage, diese jetzt Links- und Rechtskurve. Grausig. Das sieht immer so hammerlangsam aus, wenn man den Leuten zuguckt. Man denkt sich einfach immer, Alter, holy shit, seid ihr langsam. Das kriege ich ja viel schneller hin. Und dann, pop, Q3 ausgeschieden. So schnell kann es gehen. Die Fahrer fährt nicht Vollgas. Und so einer qualified mich fast. Aber die Runde ist nicht vorbei. Er kann es immer noch schaffen. Oh, fährt auch im sechsten durch. Mit abgeschlabberten Reifen ist er sogar der fünfte am Start. Oh, wir werden die Runde nicht zu Ende sehen können. Okay, Zeiten. Momentan immer noch neunter. Im besten Falle starten wir morgen von der 10. Aber ich glaube, das wird nichts. X. Wir sind ausgeschieden. Wir sind noch 16er geworden. Alter Vater. Mit 4000stel auf P15. Alter Vater. Und dann hier 8000stel auf. Eieiei, das ist super scheiße knapp. Also wirklich super scheiße knapp. Ja, Schade hat die nicht Rangliste. Mensch. Rennleitung noch was zu sagen? Nein. Nee, warte, falsches Fenster. Oh ja, gut. schnell weg hier. Oh Mann, das war echt nicht gut. Aber, apropos gut. Das Gute ist, apropos ist, glaube ich, das falsche Wort. Wo wir gerade bei gut sind. Leute, gut ist, dass wir jetzt ein komplett neues Motörchen uns an... Was denken Sie darüber? Scheiße ist! Glauben Sie, dass diese Grid-Strafe berechtigt war? Naja, ich hab gegen eine Regel verstoßen. Schwer zu sagen, aber ja, nee, ganz und gar nicht. Nee, ich habe Grenzen überschritten und bin bestraft worden. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn man die Regel bricht, muss man den Preis dafür zahlen. Was soll ich da noch sagen? Ja. Ist halt so. Ihr Qualifying-Tempo hat Sie nicht bis an die Spitze gebracht. Wird das morgen zu Problemen führen? Qualifying. Toll, wie sich Qualifying sagt. Was? Ich habe mich gerade voll auf Qualifying konzentriert. Was war die Frage? Definitiv, aber nee. Wir sind Q2 ausgeschieden. Das ist auf, nee. Nicht für das Rennen projizierbar. Ich werde mich völlig mühelos durch... Ja. Klasse. Das war dann alles. Ich bin immer zu hoch mit meiner Fiepsi-Stimme. Alter, was ist eigentlich mit diesem fucking Blackscreen los? Ist ein neuer Rekord geworden, oder? Oh, ein Punkt ist Hamilton hinter uns. Schwierig. Und ich glaube, im Rennen wird er, durch seine Platzierung und durch meine Platzierung, wird er es wieder, für sich beanspruchen, die Rivalenposition Numero Uno.
Wait a minute, was ist denn hier los? Ist das neu oder check ich das erst jetzt? Rechts, Mick Schumacher. Ihr seht am Rand des Bildschirmes dieser grüne Rahmen, wo Mick Schumacher klar davor steht. Jetzt gucken wir einfach mal auf die linke Seite des Bildschirmes. Warum sind wir hinter dem Rahmen? Aber Mick Schumacher ist vor dem Rahmen. Dabei sind wir doch hier, ne? Chef und Fahrer und Nummer 1 Fahrer und Fahrer, Chef, Fahrer, Nummer 1. Warum sind wir hinter dem Rahmen und Mick Schumacher vor dem grünen Rahmen? Das ist ja. Das nehme ich persönlich. Tja, Also, da haben wir ein paar Gridstrafen erhalten. Starten weiterhin eine, mehr, aber als du dafür es eine erwartet saftige. hättest. Wie schlimm es genau sein wird, hängt noch von den anderen Fahrern ab. Ja, nun. Wo war ich jetzt? Genau. Wenn's in der Aston Martin Racing Kantine oder Aston Martin F1 Team Kantine irgendwann mal wieder Pudding gibt, dann kriegt der Mick nicht meine, nicht die gute Puddinghaut von mir. Das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Und ja, die Haut bei dem Pudding, besonders beim Schokoladenpudding, ist das geilste an einem Pudding. Die Haut. Nun, was will uns das hier sagen? Ah, gutes Wetter, also halb gutes Wetter oder halb schlechtes Wetter. Kommt drauf an, wie man es nimmt. Ja, Mensch, dann ja, rein, 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 rein. Problem. Ja, ich glaube, neues Teil, weil wir dieses Wochenende schon ein neues Teil angefordert haben oder eingebaut haben. Können wir erst nächstes Wochenende ein neues Teil anfordern? Das ist scheiße. Aber naja, Leute. Wie würde man bei Top Gear wieder sagen? Und mit dieser herben Enttäuschung würde ich mir sagen, Leute, wenn es euch dennoch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und ich wieder mal raus, haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time.